Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Infofolge. Also zum einen wünsche ich jedem von euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage mit Familie, Freunden, wie auch immer. Und für alle, die sagen, ach nö, ich habe Langeweile über Weihnachten, denen kann ich nur Folgendes anbieten. Danke. Meine Streams dieses Weihnachten, heute 16 Uhr, morgen 16 Uhr, Dienstag 16 Uhr und Mittwoch 16 Uhr. Ich habe da jetzt einfach 16 Uhr so als gut angenommen, so nach dem Motto, dann wisst ihr immer ab der Uhrzeit. Könnt ihr mal schauen auf Twitch? Was würde ich gerne bringen? Ja, ich würde gerne Atlas bringen. Aber eventuell habt ihr unsere erste Folge schon gesehen. So leicht wird das nicht. Ja, ich müsste wahrscheinlich echt nur sterben und irgendwo anders anfangen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, ich weiß es nicht. Mal schauen. Wir überlegen das später vielleicht noch. Keine Ahnung. Oder ihr sagt es dann heute im Stream, alle, ihr wollt trotzdem Atlas sehen. Dann werden wir es da irgendwie machen. Keine Ahnung. Was würde ich noch gerne bringen? Ich würde gerne Arc Extinction weitermachen. Ich habe doch da noch den Forest Titan, den würde ich gerne noch ein bisschen benutzen. Im Moment habe ich verhindert, dass er despawnt. Das ist allerdings nicht dauerhaft, sondern das würde ich öfters machen. Ich würde gerne Arc Talam machen. Weil Himiko ein Kartenupdate gemacht hat, da gibt es jetzt auch die Extinction-Sachen drauf. Teilweise nicht alle. Ich glaube, die Gachas gibt es noch nicht. Aber es gibt schon Oil, es gibt schon die Mana-Gamma und Velos gibt es auch schon auf der Karte, genau. Also deswegen würde ich auch gerne wieder mal nach Talam schauen. Und zum Weihnachten ist immer ganz nett, weil man viel quatschen kann mit euch im Stream. Es läuft schön gemütlich. Also eigentlich genau das, was ich möchte. Ja, und außerdem hätte ich dann noch ein, zwei Spieler. Ich habe zum Beispiel jetzt noch Edge of Eternity bekommen. Oder ähnliches, mal schauen. Also das sind so die Seiten. Ihr könnt aber natürlich auch noch Vorschläge entweder unter dieses Video posten oder einfach zu mir im Stream kommen und sagen, hey, wie wäre es denn mit dem und dem Spiel? Außerdem nehme ich Spielvorschläge auch gerne im Discord an. Ich kann natürlich nicht alles spielen. Ich muss natürlich bei dem Entwickler mal fragen, darf ich? Da habe ich mich also gefreut, dass ich für Atlas echt den Key bekommen habe. Ja, wenn es jetzt noch laufen würde, wäre ich happy. Es hat schon interessante Dinge drinnen. Ja, wir werden es früher oder später sehen. Ich denke, das Spiel braucht einfach noch ein bisschen. So, also, wie gesagt, meine Streams Sonntag, also heute, um 16 Uhr, am Montag um 16 Uhr, am Dienstag um 16 Uhr, am Mittwoch um 16 Uhr. Am Donnerstag nehme ich mir dann dafür frei, da gibt es mich nicht. Nein, nein, also auf YouTube schon, aber nicht auf Twitch. Und am Freitag können wir endlich mit der ersten richtigen Runde 7 Days to Die anfangen, weil ganz heimlich, still und leise kam 7 Days gestern die Stable raus. Ja, es gibt jetzt die Alpha 17. Und da wir heute auch schon Fragen hatten, und wie kriege ich das jetzt eingestellt? Also, Moment. Liebster Chris, das mache ich jetzt extra für dich, ja? Nicht schrecken, wenn ich darüber schaue, schaue ich immer auf den zweiten Monitor. Eigenschaften. Moment, ich schaue, ob es geht. Ja, es geht. So, also. Wenn ihr hier. Achso. Moment. Machen wir das einfach so. Wenn ihr hier in Steam seid, ihr müsst nur auf 7 Days to Die gehen, Eigenschaften, dann hier in diesem Fenster auf Betas und hier auf keine umstellen. Ihr werdet ja noch gewesen sein auf Latest Experimental, jetzt auf keine umstellen und dann habt ihr die normale Alpha 17. So, Chris, noch Fragen? So, also am Freitag gibt es dann 7 Days to Die. Und zwar in der Stable Alpha 17. Mal schauen, wie viele Updates bis Freitag noch kommen von 7 Days. Und dann können wir uns anschauen, wie es funktioniert.
Ich habe mir schon gedacht, sie wollen es bald rausbringen, aber dass das jetzt noch vor Weihnachten raushauen, das hat mich selber gewundert. Aber es wissen ja die, die in den Kommentaren geschrieben haben, ich habe, glaube ich, jedem geantwortet. Ja. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einem dieser Termine da bei mir auf Twitch sehen, wenn ihr mitschreibt, mitchattet, mitquatscht oder, falls wir doch Atlas spielen, vielleicht sogar mitspielt. Wie gesagt, die Links haue ich natürlich wieder drunter für meinen Kanal und ich sage bis um 16 Uhr dann live. Tschüss. Und nochmal für alle, die was vorhaben, schönes Fest, schöne Feiertage, viel Spaß mit eurer Familie oder euren Freunden. Also, man sieht sich dann.